So, meine Freunde, ich grüße euch zurück hier bei Assassin's Creed 4 Black Flag. Ohne große und unnötige Anreden werden wir uns jetzt direkt hier die letzte Truhe holen. Ihr habt richtig gehört. Hier hast du dein Ich halte Geld, das mach mich Ding. unbekannt. So. Ganz schön verwüstet ist es hier immer noch. Das muss man festhalten. So. Ja, wir haben ja wirklich im letzten Video, so viel muss man wirklich mal sagen, ziemlich erfolgreich hier ein schweres Fort eingenommen. Bin ich auch ziemlich stolz drauf, da bin ich ganz ehrlich. Haben wir schon verdammt gut gemacht. Naja, was haben wir denn anderes von der guten Jackdaw erwartet? So. Gehen wir zurück an Bord. Und machen uns auf Richtung nächste Hauptmission, die uns hier offensichtlich Richtung Observatorium führt. Jubelt. Ja. Lasst uns den Was ist Weg das frei. denn? Setzt alle Segel, die wir Ein haben. Kriegsschiff. Ach so, die segeln jetzt auch schon so frei rum. Stopp. Nehmt's mir nicht übel, Leute. Nehmt's mir wirklich bitte nicht übel. Wir brauchen. Jetzt nehmt's mir. Ja, nehmt's mir bitte wirklich nicht übel. Wir brauchen unbedingt Mörsergeschosse. Damit wir auch mal so ein Schiff entern können, wenn es wirklich interessant ist. Ist nun mal einfach blöd ohne. Weil das einfach wirklich ordentlich Schaden austeilen kann. Mein Freund, wollt ihr Unterkunft? Wir hatten da gerade so zum Spucken ausgeholt. Ist ja widerlich sowas. Munition. Mörsergeschosse, sehr schön. Wir haben hier ordentlich Geld mittlerweile. Wie gesagt, wir könnten auch bald mal ein paar neue Upgrades kaufen. Wir haben jetzt auf jeden Fall genug Geld, um uns die Jagdtrophäen zusammenzushoppen. Müssen wir mal gucken, wenn wir nochmal in eine Gegend kommen. Wo, was ist denn da hinten los, bitte? Captain im Ruder, gib mir etwas Ohne ab! Worte sowas. Naja, wir gucken mal auf die Karte. Was ist denn hier los? Muss ich gelockert haben, als wir getroffen wurden. Raus aus dem Wind! Das Schiff tut sich gerade extrem schwierig. Tiere freimachen, lasst etwas Segel sehen! Alle Segel! Meine Güte. Joa, die Segel sind schön, auf jeden Fall. Ich habe ein bisschen Angst vor den Schiffen, ich bin ehrlich. Weil die uns wirklich zermalmen würden. Und zwar ohne Bedenken. Guckt euch an, ey. Fregatten gehen ja noch, aber der Rest, also. Heftig, heftig, heftig. Da schon wieder ein Kriegsschiff. Was ist denn hier los in den Gewässern? Die meint offensichtlich wirklich ernst. Wir hatten auch verdammtes Glück, dass die Schiffe da hinten beim letzten Fort so, ja, angegriffen waren. Ich meine, wir hätten es mit der Fregatte wahrscheinlich kaum aufgenommen. Für die Krieg. Hier sind beide Spanier, okay. Wenn zwei Schiffe Krieg führen, erst recht, wenn da vielleicht wirklich so ein starkes bei ist, sollten wir uns überlegen, da Partei zu ergreifen für das schwächere Schiff, heißt quasi zusammen mit dem schwachen Schiff auf das starke Schiff zu gehen. Ich weiß nicht, ob es hier eine solche Art von KI-Verhalten gibt, dass quasi dann das Schiff nur auf, nicht auf uns, sondern nur auf den einen Gegner schießt. Aber es wäre ja ein Überlegen wert. Also die Spanier sind hier jetzt momentan wirklich stark vertreten, muss ich zugeben. Kanonenboot Jupiter. Ah ja.
Ich verstehe schon. Stufe 29 wird uns noch rot angezeigt und das Kriegsschiff ist 49, also ich glaube, da haben wir wirklich verhältnismäßig wenig zu melden, wenn es um sowas geht. Da vorne ist diese Insel, okay. Sieht ja äußerst interessant aus. Da ist schon wieder eins. Ey, was ist denn hier los? Die Spanier haben ihre Flotte aber ganz schön ausgebaut. Meine Herren. Was ich davon halten soll. So. Also momentan ja wirklich kaum noch einzelne Schiffe hier unterwegs. Nur noch diese riesigen Gruppen. Das ist echt heftig. So, was haben wir denn hier? Mal wieder ein schönes Briefchen. Wie gesagt, wenn wir sowieso hier vorbeikommen, wäre es ja blöde, sowas nicht mitzunehmen. So viel sei mir mal erlaubt. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, Leute. Großes Problem. Nehmen wir bis 45 auf. Ich bin mal mutig. So, wo ist denn hier die gute Truhe? Ach, hier. Ich laufe schon drüber hinweg. Unkartiert. 6 von 46, okay. Zwei Fregattchen. Ja, sicher durchaus möglich, aber dann kommt wahrscheinlich ein Kriegsschiff angefahren. Das muss auch nicht sein. Nee, nee, hier die Gewässer scheinen wirklich nur von so starken Schiffen. Vielleicht ist unser Schiff auch einfach noch ein bisschen zu schwach, storymäßig. Ich kann nämlich durchaus vorstellen, dass das Schiff schon stärker sein könnte. Was haben wir denn hier? Fregatte 38, ja, das ist schon bedrohlich, sowas. Ah, Princess. Ah, okay, das ist das Schiff von unserem guten Weisen. Dieser Dreimaster. Wie gesagt, sieht auch ganz schick aus, oder? Mo? Ist auch schick. Blackbart Schachzug, okay. Genau, meine Crew. Wie primitiv doch im Nachhinein. Naja, wir machen mal weiter. Ah, Captain Kenway. Nehmen wir dein Schiff für dieses Vorhaben oder mein? Erst will ich mehr wissen, bevor ich entscheide. Ah, ein erster Schachzug. Dieses Singvögelchen hier hat mir gezwitschert, dass eine Nahgallione den Schatz trägt, den ich suche. Ich hoffe für ihn, er hat recht. Hast du alles gut durchdacht? Oh ja. Mit diesem Mann holen wir uns eine portugiesische Flagge, die uns so nah wie möglich an unser Ziel heranbringt. Eine äußerst simple Idee, wenn ihr meine Befehle Wort für Wort befolgt. Dann die Jackdaw. Was? Nein. Die ist noch viel zu schwach. Ich hätte mich gegen die Jackdaw entschieden, da bin ich ehrlich. Wir sind unter Segeln, Roberts. Wie lautet der Plan? Das Flaggschiff dieser Flotte transportiert einen wertvollen Schatz in einer großen Truhe. Kristallgefäße voller Blut. Vielleicht erinnerst du dich. Wir jagen ein paar Tropfen Blut. Ist das alles? Ich bat dich, meine Befehle Wort für Wort zu befolgen, Captain. Und ich ließ keinen Spielraum, sie zu hinterfragen. Ich will diese Blutfläschchen intakt. Und bekomme ich sie nicht, betrachte ich uns als Feinde. Verstehst du das? Ich versuch's, Al. Ja, ich verstehe schon, warum. Dadurch kann man im Observatorium ja quasi, was, die Geschichte der Männer ablesen, oder was war das? Ja, ja, krank sowas, aber warum die Jackdaw? Ich bin immer noch nicht drüber hinweg. Ein paar Kanonen mehr wären schon schön gewesen. Cool ist, dass der jetzt nicht mehr so schreit, das haben die wirklich angepasst. Wenn ich denen die Flagge stehlen kann, ohne dass sie es merken,
Himmels Willen, tu es. Ready? Que Deus o guarde e proteja, senhor. Como se encontra nesta noite tão formosa? Welch süßes Schiff im Nachhinein. Estamos apenas à espera que o nosso navio almirante seja reabastecido antes de zarpar. Ah, e julgo que um dos nossos navios mercantes da nossa frota necessita de um novo mastro. Há homens em terra neste momento em busca de uma árvore que sirva de tal propósito. Quantos julgas serão? Compõem a maior parte da nossa frota, senhor. Dos nossos 42 navios, diria que mais de 2 terços são embarcações mercantes. Haben wir ein bisschen Zeitdruck? Wäre ich sicherlich vorstellen können, müssen wir den jetzt schnell ausschalten. Boah, Edward, ey. Meine Güte, ich dachte schon, der fällt ins Wasser. Schnelles und kontrolliertes Vorgehen mal wieder. Alles klar. Flagge einholen. Alles klar. Ja, und das merken die nicht. Genial. Certo, senhor. Ele de momento está a dormir. Okay. Ich hoffe, er kann lang genug die Luft anhalten, dann macht das gefälligst auch. Er schwimmt wie eine Grazie. Guckt's euch an. Naja. Boah, der hat fast erstickt, okay. Alles klar, gehen wir zurück an Bord der Jackdaw. Wir müssen unbedingt den Rumpf mal wieder ausbessern und dafür brauchen wir so viel Holz. Ah, Leute. Wir müssen auf Kaperfahrt gehen. Mal wieder ein, zwei Videos. Hast du die Flagge? Ei, wir haben sie schon gehisst. Das sollte genügen. Ist die wirklich gehisst? Ich will es mir angucken. Geht nicht, okay. Flagge, die wir stahlen, wird uns nicht ewig vor neugierigen Augen schützen. Hier sind ziemlich viele Schiffe, muss ich anmerken. Was hat er gewinselt? Er winselt. Er ist begeistert. Ha! Nicht, dass uns der Weise noch hier das Licht führt. Ich traue dem nicht irgendwie. Alles, was wir haben. Leicht vom Wind abfallen. San Francisco. Oder ne, wie ist die? San Francisco. Doch. Okay. Was? Direkt voraus. Sie laden etwas von dem Schiff ab. Ist es unsere Prise? Vielleicht solltest du an Land gehen, Captain Kenway. Was? Damn it, das ist wieder so ein... Alter, das Schiff. Dürfen wir kämpfen? Kann ich den auch ausschalten? Das wäre ideal. Ach du Schande, das sind mal wieder viele Gegner. Wie machen wir's? Disciplina. Um convés deve ser organizado. Então,